gerade in Köln angekommen, im Mausports Office. Nebenan wartet mein neues Gaming Notebook von Medion. Dann kommt doch einfach mit, wir packen das zusammen aus. Also ich bin Michele Köhler, besser bekannt als Sonix. Spiele seit 8 Jahren Counter-Strike und bin jetzt bei Team Mausports. Und hier ist es auch schon, Medion Eraser x6817 mit einem Intel i7 Quad-Core Prozessor. Gerade für mich als Counter-Strike und eventuell zukünftiger Counter-Strike Go-Spieler ist Grafikperformance sehr wichtig. Aber die Nvidia GeForce GTX 560M hat da genug Performance am Start. Für mich als Profispieler ist gute Performance wichtig, da es einfach einen einwandfreien Spielablauf ermöglicht. Kleinste Aussetzer, Ruckler können spielentscheidend sein. Gerade in wichtigen Spielen kann man sich das einfach nicht leisten und deswegen ist es sehr wichtig, dass das Laptop gerade den Anforderungen entspricht. Ja, als wir den EPS-Titel geholt haben, war ein Glück durch meinen ganzen Körper. Man hat sich so lange vorbereitet, man hat so viel Energie, so viel Zeitaufwand in dieses Spiel gesetzt, genau für dieses Ziel. Und wenn man das Ziel dann erreicht hat, dann ist es einfach nur Freude pur. Wie ihr sehen konntet, hat das neue Medion Eraser x6817 auch für neue Spiele wie Counter-Strike Go genug Leistungsreserven und noch Luft nach oben. Also, wenn ihr wollt, wir sehen uns auf dem Server.